Deswegen, es gibt keinen einzigen Grund, warum sie uns anfeinden, außer, dass sie wissen, dass wir die Wahrheit vertreten, bei Allah. Sie wissen das. Sie wissen das. Und Allah Azza wa Jalla bestätigt uns im Koran: وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ لَوْ يَرُدُّونَكُمْ مِّنْ بَعْدِ إِمَانِكُمْ كُفَّارًا حَسَدًا مِّنْ عِنْدِ أَنفُسِهِمْ. Viele Leute der Schriftbesitzer wollen, nachdem ihr, o Muslime, den Islam angenommen habt, euch von eurer Religion, von dem Glauben wieder abbringen. Warum, ja Allah? Warum tun sie das? Warum sind sie diesem Weg zugeneigt und wollen uns von unserer Religion abbringen? Hasadan min indi anfusim. Aus Neid vor euch. Glaubst du das? Die Kuffar sind neidisch auf dich, dass du eine Religion hast, dass du einen Herrn hast, den du einzig und alleine anbetest, dass du einen Propheten hast, den du in allen Belangen befolgst. Darauf sind sie neidisch. Wir sagen, ihr braucht nicht neidisch zu sein. Wir laden euch ein zu dieser Religion. Das ist nicht eine Religion, die nur für uns ist. Jeder, der sagt, La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah, hat die Möglichkeit, unserer Religion beizutreten. Und wir sagen das. Und bei Allah, wir schreien das hinaus in die Welt, liebe Geschwister. Diese Religion gehört Allah Azza wa Jalla. Inna dina inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah Azza wa Jalla ist der Islam.